Im heutigen Video sehen wir uns die Funktion Elemente ohne Daten anzeigen in Power BI näher an. Ich habe dazu ein Beispiel vorbereitet. Dieses Beispiel basiert auf einer Matrix-Tabelle, wo zwei Spalten ausgewiesen werden. Die erste Spalte sind Produkte und der zweiten die verkauften Stücke. Wie ihr seht, gibt es sechs verschiedene Produkte und die dazugehörigen Mengen. Wenn ich nun diese Matrix-Tabelle um ein zusätzliches Feld erweitere, in meinem Fall Land, dann sehen wir, dass beispielsweise Frankreich zu allen sechs Produkten eine entsprechende verkaufte Menge ausweist, wohingegen in Deutschland das Produkt Velo nicht verkauft wird. Der Grund darin liegt, dass keine Daten sozusagen für dieses Produkt dem Land Deutschland zugeordnet ist. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, in Power BI dennoch das Produkt Velo auch für Deutschland auszuweisen, nur mit der Menge leer. Wie ich das mache, sehen wir uns nun an. Ich gehe dazu im ersten Schritt eine Selektion auf die Matrix-Tabelle und im zweiten Schritt wähle ich unter den Visualisierungen das jeweilige Feld aus, das in meinem Fall leer ist. Das wäre hier das Produkt. Und habe hier die Möglichkeit, nach einem einfachen Klick die Funktion Elemente ohne Daten anzeigen auszuwählen. Nachdem ich das bestätigt habe, sehen wir, dass nun das Produkt Velo, welches nicht in Deutschland vertrieben wird, dennoch ausgewiesen wird. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.